Vielen Dank für die zahlreiche Anwesenheit. Ich fange einfach mal dreistest kurz an. Ja. Franz Deisen, mein Name, bin stellvertretender Sprecher. Aber der Sprecher ist ja selbst da, Christian, von der Open Source Experts Gruppe in Wien, von der WKO und arbeite sonst bei Reddit, wie man sieht. Ich bin die Brigitte Lutz, arbeite bei der Stadt Wien in der Magistratsdirektion, vertrete dort einige Themen aus strategischer Sicht und ein persönlicher Steckenpferd von mir ist schon lange das Thema Open Source Software. Und so ist es zu dem gekommen, weswegen wir heute da sind. Geht schon? Ja, du musst ein bisschen draufbleiben, Entschuldige. Es ist eben keine Präsentation, sondern PDF. Du weißt, die Formatkriege existieren tatsächlich noch immer zwischen PDF, zwischen PPTX und ODF. Also haben wir gedacht, wir machen es als PDF, dann funktioniert alles gescheiter. Und ganz kurzer historischer Abriss, also tatsächlich ist es so gewesen, ich glaube vor einem Jahr war es auf dem Open Data Spaziergang, haben wir uns zufällig getroffen und du hast dann gesagt, wir sollten eigentlich zu diesem Thema nochmal was machen, weil es ja tatsächlich auch im europäischen Ausland, sogar in Dach, schon relativ viele Handreichungen und Whitepaper gibt, die die öffentliche Verwaltung und natürlich auch interessierte kommerzielle Unternehmen dabei unterstützen, wie kann ich sinnvoll Open Source beschaffen, was muss ich dabei beachten, welche Herausforderungen gibt es im Prinzip? Ja, das war circa vor einem Jahr und dann haben wir gesagt, naja, wie gehen wir das an? Wir haben einmal einige Leute zusammengeholt und wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir das auf die Reihe bringen könnten, einerseits in der Verwaltung intern und dann natürlich auch mit Partnern. Und das haben wir dann in Arbeitsgruppen gemacht und über diese Zwischenergebnisse, was sich da bisher getan hat, möchten wir heute gerne erzählen. Genau. Und zur Agenda noch kurz, bevor wir zu den Zwischenergebnissen kommen, wollten wir natürlich noch mal ganz kurz die Perspektive der öffentlichen Verwaltung. Also man kann mir einen Interessenskonflikt unterstellen, nachdem ich bei einer Open-Source-Firma arbeite, habe ich natürlich eine klare Meinung, warum das Ganze eine gute Idee ist, warum das Ganze eben für die öffentliche Verwaltung einen Sinn macht und die sich dafür entsprechend auch bereit ist zu engagieren, wenn du etwas gibst. Genau. Ja, das war auch ein bisschen eine Überzeugungsarbeit natürlich, ein paar Leute wieder ins Boot zu bekommen zu dem Thema und wir haben Argumente gesammelt, warum ist es gut, sich in der öffentlichen Verwaltung auch mit Open Source Software auseinanderzusetzen. Da gibt es natürlich die Beispiele aus Deutschland und der Schweiz, die wir herangezogen haben, zum Beispiel eben ein Positionspapier aus der Schweiz oder diese Handreichung für die öffentliche Verwaltung, für die Beschaffung aus Deutschland. Und wir haben gesagt, natürlich nutzt es im Endeffekt auch wieder der Wirtschaft, wenn sich die öffentliche Verwaltung mit dem Thema Open Source Software auseinandersetzt und auch ein Hauptthema, wir müssen auch an die Zukunft, an die Jugend denken, ist natürlich auch ein Teil eines attraktiven Arbeitgebers, wenn zum Beispiel solche Jobs angeboten werden, wo man eben Open Source Software zum Beispiel entwickeln kann oder auch weiterverbreiten kann. Genau. Und nochmal, noch eine Bitte weiter. Genau. Parallel dazu ist es natürlich so, also meiner Tätigkeit berettet, treffe ich mich hin und wieder auch mit den europäischen Kollegen, ähnlich wie du wahrscheinlich auch, und darf mir anhören, was die auch im öffentlichen Sektor eben schon an Initiativen gesetzt haben. Es gibt auch innerhalb der Europäischen Union eben sehr lange schon das ehemalige OSOR, jetzt heißt es glaube ich JoinUp, also das sogenannte Open Source Observation Repository, was glaube ich ausgeschrieben, mit diesen Akronymen nicht so firm. Und tatsächlich gibt es eben schon in anderen großen Ländern sehr, sehr viele Initiativen, also wie zum Beispiel im britischen E-Government gibt es da einfach ein Position Paper dazu, warum man Open Source auch zumindest gleichgesetzt, wenn nicht sogar bevorzugt einsetzen möchte. Es gibt in Spanien ein Repository, wo öffentliche Auftraggeber, Behörden, Source Code, der von ihnen entwickelt wurde, hineinsetzen können, sodass andere Behörden den auch wieder benutzen können, um natürlich uns allen als Bürgern Geld zu sparen. Also dieses Effizienzthema gibt es einfach schon in sehr vielen Ländern. Parallel dazu gibt es eben auch von der Firma Fraunhofer, oder wenn es eine Firma ist oder eine Uni, da bin ich immer ein bisschen unschlüssig, die haben ja irgendwann mal ein tolles Whitepaper geschrieben, warum Open Source schlecht ist, vor vielen, vielen Jahren, also die böse Seite der Macht, und die haben inzwischen aber ein neues Whitepaper herausgegeben, was auch einsehbar ist und im Link da unten, wo sie der Europäischen Union auch ganz klare Empfehlungen gegeben haben, mit welchen Methoden können wir eigentlich dafür sorgen, dass unsere Softwarewirtschaft, wo wir derzeit, wenn man auf die Liste der großen Softwarekonzerne schaut, als Europäische Union etwas hinterherhinkt hinter den Amerikanern, wieder ein bisschen größer werden lassen. Und da war eben eine ganz klare Empfehlung als dritter Punkt der Top 5 Policy Recommendations, dass die öffentliche Verwaltung doch bitte die Entwicklung von Open Source direkter unterstützen soll.
Und last but not least, wie du auch eben gesagt hast, tatsächlich die Statistik zeigt, dass junge Menschen dankenswerterweise, wenn sie coole neue Dinge machen, dabei auf Open Source zurückgreifen möchten. Und so im Idealfall, gerade jetzt in der IT, wo man mehr oder weniger aussuchen kann, wo ich arbeite, natürlich einen Arbeitgeber suchen, der entsprechend auch aktuelle Technologie nutzt. Und da war natürlich aber auch das Thema, wie schützen wir quasi unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt ja viele, die quasi da teilweise in ihrer Freizeit oder mit ungeklärten Situationen an einer Weiterentwicklung beschäftigt sind, und das muss man halt auch ganz klar regeln, und das ist auch ein Teil dieser Regelungen. Genau, womit wir auch schon bei dem Punkt, was wollen wir erreichen, nochmal in Langfassung sind, wenn du noch eins gibst, bitte. Wir müssen uns irgendein Zeichen ausmachen. Reden. Ja, nein, das haben wir schon etabliert. Genau, also wie du gesagt hast, Ziel ist es halt am Ende des Tages, es gibt ja Länder, um vielleicht einen Exkurs zu machen, wie Italien, wo ganz klar gesagt wird, wir bevorzugen die Beschaffung von Open-Source-Software gegen proprietäre Technologie, wo quasi sich eine öffentliche Entität rechtfertigen muss und nachweisen muss, dass sie Open-Source-Software geprüft hat und ausscheiden musste, bevor man proprietäre Technologie erwerben kann. Das ist natürlich die ganz progressive Schiene. Soweit sind wir jetzt im europäischen Kontext noch nicht ganz, und insofern haben wir jetzt auch gesagt, wir gehen natürlich am besten mal einen Weg der kleinen Schritte, dass auch wirklich was weitergeht und das Ganze nicht wieder nur ein Papier bleibt am Ende des Tages, und fangen einfach mal an, Transparenz schaffen über die Vorteile von Open-Source-Software, wie du gesagt hast, die Rechtssicherheit, denn tatsächlich ist es ja so, wenn man sich ein bisschen mit dem europäischen Vergaberecht beschäftigt, steht ja zum Beispiel drin, dass die Beschaffung auch zum Beispiel irgendwo ein Download ist. Und wenn ich jetzt irgendwie Software downloade, die am Anfang vielleicht nichts kostet, aber ich dann nachher eben zu dieser Technologie, die ich mir einfach runtergeladen habe aus der Open-Source-Welt, vielleicht Dienstleistung kaufen muss, dann habe ich oft schon die Schwierigkeit, wo ich mir etwas fürchten muss, ob ich dann nachher nicht noch eine Strafe vergaberechtlich kriege, weil ich eigentlich vor dem Download vielleicht schon hätte überlegen sollen, was auszuschreiben. Das sind einfach Dinge, wo eben in anderen Ländern wie Deutschland und der Schweiz schon Handreichungen gegeben wurde. Also in Deutschland gibt es die, Open Source Business Alliance, OSBA. Ja. Die OSBA, und die haben quasi, ich glaube, so ein 20, 30 Seiten mit auch rechtlichen Zitationen, auf welche Gesetze eben Acht zu geben ist, wie ich meine Ausschreibung gestalte, für Juristen auch gemacht, dass in diesen Firmen, wenn jemand Open-Source-Technologie beschaffen möchte, er seinem Einkauf dieses Papier in die Hand geben kann, sagt, lieber Einkauf, wenn du Bedenken hast, hier, lies doch bitte nach, schau dir die entsprechenden Passe an und mach deine Ausschreibung so entsprechend, dass du dich damit sicher fühlst und konform gehen kannst. Ja. Und dann war natürlich auch ein Thema, wie geht man mit gemeinsamer Weiterentwicklung von Open-Source-Software um? Mhm. Kommt das Thema Support-Communities, da hat sich die Frau Paul ein bisschen was überlegt, deswegen auch da das Logo der ITSV dabei. Die Frau Paul ist in der ITSV tätig und quasi unsere dritte Verbündete bei dem Thema, und ist auch in der OSBIC tätig und hat sich da dem Thema Support Communities gewidmet. Genau. Kennt jeder die OSBIC? So nur in den Raum gefragt, also die Open Source Business Initiative Group ausgeschrieben, wieder mal ein Akronym. Ich glaube, ja. unter OSBIC.at zu finden. Nein, also wir sind von der WKO die OSEC, das ist der Akronym, sorry, also die Open Source Experts Group, und die OSBIC ist mehr oder weniger ein längerer, da warst du historisch ähnlich beteiligt, Peter, historischer Zusammenschluss von gewissen Führungskräften aus großen Public Sector Entities und Unternehmen im Land, die eben auch schon früh bemerkt haben, dass um Open Source Zusammenarbeit durchaus im Spirit von Open Source sinnvoll ist und sich zu organisieren. Also einfach mal nachschauen unter OSBIC.at. Genau. Ja, und wichtig war eben auch die öffentliche Sichtbarkeit dieses Themas, und da haben wir uns auch was überlegt dazu. Genau. Also es ist zum Beispiel so, um aus der Praxis wieder zu sprechen, ich habe unter anderem als Kunden die Rantastic, und es hat mir der Armin, der da die Infrastruktur macht, gesagt, sie wird natürlich oft eingeladen an FHs, wo sie Vorträge halten dürfen. Und er hat mich jetzt auch zur FH St. Pölten connected, weil da hat er gesagt, die glauben mir dort immer nicht, dass alles, was wir tun, mit Open-Source-Technologie funktioniert bei so einer jungen, modernen Firma. Und die sind aber ganz verwirrt, weil sie glauben, die Wirtschaft, die braucht ja Microsoft-Technologie, was anderes gibt es nicht. Und das Gleiche habe ich jetzt auf einer Lehrerkonferenz festgestellt, wo ich habe vortragen dürfen, wo es um das Thema Open-Source in der Bildung im Allgemeinen gegangen ist. Ich habe festgestellt, die Informatiklehrer waren sofort dabei zu sagen, wir würden mehr Open-Source-Technologie benutzen. Das Problem war eher, dass die Eltern sich dann beschweren und sagen, wie kann das sein, dass du meinem Kind nicht beibringst, wie man Office benutzt, weil das braucht er später im Leben oder brauchst du im Leben.
Und wie das halt mit diesen tollen Fake News so ist, haben wir gesagt, die einzige Wehr, die wir uns natürlich da geben können, um das zu entkräften, sind einfach die entsprechenden Fakten aus unserer Perspektive darzustellen. Und da wäre es natürlich auch hilfreich, quantifiziert zu wissen, wie relevant das Thema in der Wirtschaft wirklich schon ist. Denn es sagt zwar wieder klar, machen wir das, weil es für die ITler selbstverständlich ist, aber auf anderen Ebenen eben noch nicht so ganz. Und somit haben wir uns da auch Gedanken gemacht, wie können wir das ganze Thema leichter publik machen. Genau, das war jetzt die eigentlich nochmal bebildert. Also wir haben das Ganze so angelegt, dass wenn ihr die Slides natürlich dann auch nach den Linux-Wochen euren Arbeitgebern mitgeben möchtet, die das vielleicht interessieren könnte, dass entsprechend die Links auch dabei sind, wo man das ganze Quellenmaterial hat. Das haben wir schon gesagt, ich glaube, kannst du skippen. Das war uns noch wichtig bei der Transparenz, weil wir haben natürlich oft das Problem der überzogenen Erwartungshaltung, wenn die Leute glauben, Open Source ist gratis, kostet nichts und nachher kostet es doch was, weil ich eben zum Beispiel einen der Open Source Experts aus der WKO beauftrage, mich mit Consulting zu versorgen. Dann ist jeder Euro, der größer als null ist, natürlich irgendwo eine Negativsituation. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass man natürlich auch sagt, natürlich kann Open Source günstiger sein, muss es aber überhaupt nicht. Und die Qualitäten, die wir dort haben, sind ja auch nicht der Preis, sondern im Endeffekt, wie wir vorhin schon gesagt haben, Effizienz und so weiter. Und insofern wollen wir einfach nur dafür plädieren, richtig das Ganze zu betrachten und sinnvoll die Erwartungshaltung zu setzen, dass nachher keiner auf die Nase fliegt und sagt, nein, das war alles teuer und der Schaß. Ja, und eben diese Rahmenbedingungen auch mit der Zusammenarbeit definieren, weil wir kommen ja aus dem öffentlichen Bereich sofort mit irgendwelchen Vergaberichtlinien in Konflikt, wenn man das nicht von Anfang an klar auch darstellt, wie man vorzugehen hat. Genau, respektive eben, wie man es im Screenshot so schön sieht, ich glaube, von Stack Exchange war das, also tatsächlich viele, viele Entwickler, die in ihrer Freizeit einfach auch noch entwickeln, und zwar zu Open-Source-Projekten, stellen sich einfach die Frage, klar fällt es irgendwie niemandem auf, was ich in meiner Freizeit mache, aber es stellt sich vor, es fällt einmal auf. Was sagt mein Arbeitgeber dazu, wenn ich vielleicht bei Microsoft arbeite und eigentlich in meiner Freizeit zum Linux-Kernel contribute? Ja, was wird dann theoretisch passieren? Und viele Open-Source-Firmen wie auch wir sind halt da ein bisschen hippie-mäßig unterwegs, muss man zugeben. Da steht einfach im Dienstvertrag drin, ja, du arbeitest halt nur Open-Source, was anderes gibt es nicht. Nur das ist natürlich für viele in der öffentlichen Verwaltung einfach keine Option. Bis zu den Themen, wenn auf GitHub was veröffentlicht wird, wer steht denn dann dort? Nicht? Genau. Ist das eine Person oder ist das die Organisation? Genau. Wir sind so, ich glaube, das Lustigste, was ich gehört habe, war die Frage, wenn ich zu GitHub contribute und dann irgendwie auf einer Bananenschale ausrutscht, ist das dann ein Arbeitsunfall, wenn meine Firma mir gestattet hat, eben zu einem Projekt beizutragen. Sorry. Ja, wie sind wir dabei vorgegangen? Wie schon gesagt, wir haben Arbeitsgruppen gegründet. Geht schon weiter. Das war nach dieser ersten Sitzung circa vor einem Jahr, im Juni. Haben wir gesagt, wir teilen es in drei Arbeitsgruppen. Erstens haben wir dieses Thema, die Kriterien für die Beschaffung. Da habe ich mich dann als Leiterin so quasi gemeldet. Dann das Thema Good Governance, wie gehen wir innerhalb einer Verwaltung um? Da hat sich die Martina Paul gemeldet, weil die in der ITSV eben schon viel Vorarbeit geleistet haben und weil sie in der OSPIC auch tätig ist. Und genau, das Thema Außenwirksamkeit hast du dann übernommen. So ist es, weil natürlich ist es so, wir hatten ja an diesen ersten Treffen nicht nur die öffentliche Verwaltung, sondern eben auch Unternehmen aus der OSEC dabei. Und es wäre ethisch nicht ganz korrekt, wenn wir jetzt als Unternehmen die Beschaffungskriterien mitgestalten. Also in diesen Arbeitsgruppen sind natürlich dann auch nur öffentliche Verwaltungsentitäten drin. Ein Open-Thema schon, aber wir haben gesagt, diese Arbeitsgruppen 1 und 2 arbeiten einmal. Genau. Intern so quasi. Weil desto besser wir es trennen, desto weniger stark haben wir einfach die Argumentation am Ende des Tages. Naja, klar, ihr habt es ja auch in Dresden, ihr habt es dann dort eingebracht. Das ist ja dasselbe Lobbying, was ihr kritisiert heute an anderen proprietären Firmen. Und eben drum wollten wir das Ganze eben auch strikt trennen. Und genau. In der Arbeitsgruppe 1 schaut es eben so aus, wir haben dieses deutsche Paper dahergenommen, diese Handreichung, die es gegeben hat. Und die OSPIC hat das jetzt übernommen, dass einfach das deutsche Paper an die österreichischen Rechtsbedingungen angepasst werden. Das ist beauftragt worden und wird irgendwann fertig werden und quasi dann den Verwaltungen zur Verfügung gestellt werden. Genau. Legal Timelines für die Softwareentwicklung nur schierer, weil die Anwälte, die machen halt bis fertig sind. Ja, die Gruppe 2 von der Martina Paul, die hat eigentlich schon recht viele Ergebnisse, die eben, sage ich mal, intern für die Verwaltungen zur Verfügung stellen. Die haben ein Vorgehensmodell innerhalb der ITSV erarbeitet, wie umzugehen ist, eben innerhalb mit dem Thema Open Source Software, und dieses Vorgehensmodell steht zur Verfügung.
Es gibt zum Beispiel auch zusätzlich noch eine Black-Grey-White-List von Lizenzen, die verwendbar sind. Ja. Also auf der Blacklist, glaube ich, steht GNU-GPL drauf in diversen Versionen. Aber auch damit man sich auskennt, wie geht man um? Erstens mal, welche Produkte kann man verwenden und wie geht man dann auch mit einer Publikation um? Und das Thema Support-Communities war eben ganz wichtig für die Martina. Genau, bei den Lizenzen eben auch wiederum der Kodex zur Beschaffung. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja verschiedene Anbieter, die im Open-Core-Modelle fahren. Das heißt, ich habe eine Community Edition, die gratis und Open-Source ist und eine Enterprise-Edition, die kostet. Jetzt ist es natürlich so, dass das meistens so gestaltet wird, dass die Features, die du als Unternehmen brauchst, in Enterprise-Edition sind und die Community Edition da ist, um dich anzufixen. Das ist natürlich ein Problem, weil in dem Moment, wo ich technologisch als Verwaltung schon entscheide, ich nehme die Community Edition, zeichnet sich quasi ab, dass ich dann später eigentlich keinen fairen Wettbewerb mehr habe, weil dann kann ich die Enterprise Edition nur von dem Hersteller kaufen. Und deswegen gibt es eben auch so eine Black-and-White-Liste, wo man sagt, gewisse Dinge muss ich da einfach festhalten, dass jemand, der später da drauf schaut, weiß, aha, okay, also Alfresco ist ja zum Beispiel, wo man halt Community gratis und Enterprise für Geld hat, da muss ich halt einfach schauen. Wenn ich das einsetze, muss ich eigentlich schon vor der Community quasi mich mit der Vergabe irgendwie beschäftigen, bevor ich die installiere. Ja, die Support-Communities, das sieht man schon, das sind OSPIC-Folien, die hat die Martina auch innerhalb der OSPIC verwendet, auch um die OSPIC-Mitglieder intern zu überzeugen. Geht schon weiter. Das Thema war natürlich auch strategisch unabhängig zu werden von proprietärer Software und was kann man eben in Unternehmen dazu tun, beziehungsweise auch in der Zusammenarbeit eben mit der Community. Und die OSPIC hat sich da auch als Plattform zum Aufbau von solchen Support-Communities gesehen. Die Vision ist, Einsatz von Open-Source-Software-Produkten ohne ein Risiko einer nicht vorhandenen Wartung und eben Support und Zusammenarbeit. Und wie geht man dabei um? Es ist gesagt worden, probieren wir es einmal anhand eines bestimmten Produktes aus. Mhm. Es soll ein Produkt ausgewählt werden und soll dann auch eine gewisse Vorgehensweise geplant werden. Das glaube ich haben wir auf der Das ist in dem Fall konkret, da bin ich etwas involviert, das ist Postgres, weil Postgres tatsächlich einfach eine verbreitete Technologie in der Verwaltung ist, wo man gesagt hat, man schaut halt, dass alle Nutzer sie vielleicht im ersten Schritt irgendwie mal kennenlernen, sie austauschen können und natürlich dadurch, dass man sich sicherer fühlt, weil man einfach andere Kollegen hat, an die man sich wenden kann, schneller Hilfe bekommt, dass man sie natürlich mit der Technologie vielleicht zukünftig auch noch mehr macht als bisher schon. Ja, und dass man quasi in so einem Open Space mal beginnt, mhm, und dann quasi anhand von dem die Community aufbaut und diese Regelungen schafft. Ja, ist natürlich ein Pionierprojekt, auch für die OSPIC, nachdem die auch so eher aus dem öffentlichen Bereich kommt, einmal sich drüber zu trauen. Wobei es sind ja einige Mitglieder dabei, die trauen sich aus anderen Open-Produkten quasi schon dieses offene und mutig sein zu. Ja, ist ein iteratives Vorgehen und man lernt ganz einfach daraus. Ja, es lohnt sich, da kommen natürlich wieder die Argumente, die wir auch schon vorher gebracht haben, dass man natürlich viel mehr bekommt, wenn man das Wissen auch teilt, mhm, und dass man eben da eine zukunftsträchtige Art der Zusammenarbeit schafft. Na, schauen wir weiter, bitte. Es sind auch noch Argumente, wann es ihr braucht für die man mitnehmen kann. Genau. Ja? Und letzten Endes, eben, das ist auch einerseits der Vorteil für die Verwaltung, wenn ich eben offen promote, welche Open-Source-Technologien nutze ich auch. Denn wie man es in Spanien sieht, nur in dem Moment, wenn ich weiß, welcher meiner Kollegen vielleicht in einem anderen Bundesland nutzt die gleiche Technologie, nur dann kann ich ja noch irgendwie anrufen und fragen, hey du, ich habe da ein Issue, kennst du das vielleicht? Was heute schwerfällt, das ist nicht sichtbar. Und parallel dazu ist es natürlich so, für uns als OSEC, wo die Wirtschaftstreibenden, die auch das Wissen um die Open-Source-Projekte dahinter haben, drinnen setzen, für die wäre es natürlich auch leichter, ihre Dienstleistungen anzubieten, wenn sie wüssten, aha, diese Firma, diese öffentliche Entität nutzt meinetwegen eben Postgres, ich kenne mich zufälligerweise dort aus und frage einfach mal nach und damit haben wir einen netten Kreislauf, dass wiederum die Verwaltung ja eigentlich auch die lokalen Unternehmen einfach fördert. Genau, wie gehen wir dabei vor? Darf ich dich bitten, noch eins zu skippen? Genau. Wie das so schön ist im Open-Source-Bereich, ich muss ja die Welt nicht neu erfinden, weil die Kollegen in der European Commission haben sich eben schon was einfallen lassen und in Rückfrage und Attribution ihrer Strategie dürfen wir es weiter benutzen, wurde mir bestätigt von der EC. Kannst du noch eins
Genau. Die haben nämlich, um einen kurzen Exkurs zu machen, schon relativ lang eine interne Strategie, wie sie eben mit dem Komplex Open Source Software umgehen. Also vielleicht dazu gesagt, es handelt sich um die DIGIT, also die IT-Abteilung von der European Commission, die jetzt keine Policy Guidance machen kann auf politischer Ebene, aber die haben einfach intern für sie entschieden, wir wollen das so machen. Und die haben diese hübsche Grafik, die später nochmal prominent featuren wird, geschaffen. Lass das nochmal detailliert runterscrollen. Genau, und neben dieser Grafik, wo Sie mal listen, in welchen Bereichen in unserer IT nutzen wir eigentlich Open Source für gewisse Technologien, haben Sie parallel dazu noch verschiedene Strategie- oder wie der Ist-Stand eben ist, Ebenen geschaffen. Das heißt, in manchen, wo Sie sagen, da haben wir gar keine Open Source Software, dann haben wir wiederum welche, wo wir sagen, ja, wo es halt gerade nichts anderes gibt oder das passt, also ad hoc. Die dritte Stufe wäre, wir haben tatsächlich eine lokale Policy, also beispielsweise Webserver müssen Open Source sein, Apache und Co. Und bis hin zu globaler Policy, beziehungsweise der fünfte Schritt, Drive Change, heißt, die European Commission, IT-Abteilung, pusht eben selbst Projekte, die sie intern haben, nach außen und contributet die ins GitHub. Genau, und die haben natürlich für sich selbst das Ganze analysiert, also wo stehen sie, zum Beispiel im Desktop-Bereich, wenn man sich vorstellen kann, mit dem Betriebssystem, was dort halt leider auch vorherrscht, ist man eher weniger Open Source, hingegen, wenn ich mir anschaue, wo sie halt im Rechenzentrum sind, wo es auch ganz klar die Policy gibt, wir benutzen dort Linux für unsere Webserver und Co., sind sie natürlich stärker, bis hin eben, wo sie ganz stark sind, wo sie eben einfach auch vorgeschrieben haben, dass es ein klares Commitment gibt, wir müssen Code, den wir schreiben, mit Bürgergeld auch wieder nach außen hergeben. Und wir haben uns ein bisschen abgegrenzt, also wir wollen die Schweizer Kollegen nicht dissen, weil sie haben sich natürlich lange Mühe damit gemacht, dieses OSS Directory, heißt das, zu gestalten. Das Problem für uns ist natürlich, im Weg der kleinen Schritte ist diese riesige Plattform, die da gebaut haben, natürlich nichts, was du einfach so auch ohne Budget auf die Reihe kriegst. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Homepage ist auch nicht mehr so vom Look ganz aktuell. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir wollen ja auch den Kollegen in der Verwaltung da keine Angst machen und sagen, ihr müsst euch da jetzt irgendwie mit einer Doktorarbeit selbst finden und das dann dort publizieren, sondern Ziel soll einfach sein, möglichst ohne großen Aufwand einer Behörde, einer Firma zu ermöglichen, über ihre Open-Source-Nutzung Auskunft zu geben, ohne security-kritische Details oder Produkte, die sie da vielleicht nutzen, konkret zu bewerben. So, noch eins skippen kannst. Das heißt, eins hoch. Das Ziel sollte eben irgendwo sein, diese Logos, wie gesagt, dürfen wir weiter benutzen. Wir haben jetzt schon eine neue Kategorienliste geschrieben, also wir nutzen nicht ganz das Modell der EC. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass dann jede Firma, jede Behörde, die mitmachen möchte, unter zum Beispiel oss.wiengv.at natürlich ihr Logo hat, vielleicht ein paar Satzeln, warum sie der Meinung sind, dass Open-Source-Nutzung klug ist und dann dort auch bekannt gibt, wir nutzen zum Beispiel, das hoffe ich, kann man irgendwie halbwegs von hinten lesen, das ist ein bisschen klein. Kannst du Steuerung Plus vielleicht mal drücken, bitte? Danke. Ja, es ist leider mit der Farbe ein bisschen, ja, gehen wir ein bisschen rüber, vielleicht noch. Andere Richtung, genau. Dass man sagen kann, ich will jetzt vielleicht als Behörde nicht aus Sicherheitsbedenken oder warum auch immer veröffentlichen, welchen Webserver ich benutze. Aber ich benutze im Webserver-Bereich einfach Open-Source-Technologie. Ja? Und ich kann dann mehr oder weniger bei einer Kategorienliste, die wir noch ein bisschen erweitert haben und modernisiert haben, ankreuzen, anklicken, in dem Bereich nutze ich Open-Source. Also beispielsweise den Desktop-Bereich hätten wir jetzt unter Endgeräte tituliert, weil Desktop ist eh schon so ein Teil, was weniger Relevanz hat im Zeitalter von mobilen Geräten, Tablets und Co. Wo man natürlich bei Betriebssystemen dann nicht nur Linux, sondern auch Android durchaus ankreuzen kann, dass man das vielleicht nutzt und somit natürlich mehr Unternehmen und Behörden vielleicht auch sagen, ja, auch wir haben Open Source im Client-Bereich im Einsatz. Genau, du auch auszoomen bitte. Und wer natürlich möchte, das wäre wiederum die Wunschvorstellung der OSEC natürlich, wenn ich da Open Source Technologie nutze, auch vielleicht drunter schreibt, welche sympathische österreichische Firma hat mir dabei geholfen, das Ganze auch zu realisieren. Genau. Ja, wie das geht's ist weiter? Ja, wenn es die Unterlagen alle gibt, dann verbreitet man die natürlich gern. Alles, was open verfügbar sein kann, dann natürlich open. Alles, was innerhalb der Verwaltung bleibt, auf den Wegen, wie es in der Verwaltung eben verteilt wird, auch über diese Kooperation der Bund, Länder, Städte, Gemeinden. Mhm. Wir haben überlegt, auch so ein Open-Source-Insight-Branding zu machen. Es gibt ja das für Open Data Insight, das war auch ein nettes Idee-Projekt. Genau. Haben uns angeschaut, vielleicht könnte man das dann ebenso. Genau, also ich habe meinen Schwager schon beauftragt, der kann ganz gut zeichnen, ob er uns eben basierend auf dem Open Data Logo auch so ein kleines Hexagon-Stickerlein grafisch aufbereiten kann mit dem Open Source Insight Brand und dann könnte eben jeder diesen Sticker, dieses Wording auf seiner Homepage eben auch mit benutzen, der das möchte. Ja, und wir können es auf die Notebooks kleben. Begonnen haben eben heute und
nächste Woche auf der E-Government-Konferenz und so weiter. Und ich weiß nicht, wo du noch überall sein wirst. Ich werde es auf alle Fälle auf allen Linux-Wochen, wo man mich sprechen lässt, präsentieren. Und wir hätten da verschiedene andere Möglichkeiten, wenn das für alle Beteiligten okay ist, auf opensource.com oder auf ähnlichen Plattformen, das natürlich in Blogbeiträgen erwähnen zu lassen. Genau, also wir haben vor, das in die Breite zu treten, wo wir es dürfen und man uns lässt. Ja. Genau. Wie sind wir der Zeit? Ich habe gar nicht geschaut. Ich glaube, gut. Ja, 4 Minuten übrig. Also ihr dürft uns gerne noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Kritik um den Kopf werfen, wenn ihr das wollt. Ja, bitte gerne Input, genau, die wir nicht gedacht haben. Ja? Na, bis der Viertel geht's. Achso, okay, dann haben wir sogar noch 20 Minuten Zeit. Passt. Bitte. Es hat ja schon einmal so ein Versuchsprojekt gegeben bei der Gemeinde Wien, konkret bei den Büchereien, wo man die Publikums-PCs, die Arbeitsplatz-PCs für Gäste sozusagen, mit Linux betrieben hat und LibreOffice. Ah, das ist lange her. Was ist aus diesem Projekt geworden? Das war nämlich recht sympathisch, aber es ist dann zerbröselt. Das ist eingeschlafen, ja. Das war intern nicht strategisch weiter verbreitbar. Und das war eben wahrscheinlich ein Thema, dass man es nicht so strategisch angegangen ist, wie man es eben machen hätte sollen. Ich habe das damals selber erklärt, das war nicht einmal nur auf Büchereien gedacht, da hätten wir uns gedacht, in den Kindergärten, damals wären wir in den Kindergärten auf der grünen Wiese gewesen. Ja, ist schon ewig her und mittlerweile hat sich, aber das war halt dieses Thema Open Source Software am Arbeitsplatz. Wir wollen eben herzeigen, dass wir eh viel, viel mehr machen, genau. Und das mit den Arbeitsplätzen hat sich halt insofern über vermehrte Mobilität und andere Themen eigentlich überholt mittlerweile. Ja. Einerseits die technologische Umsetzung, also auf Open Source von Microsoft zum Beispiel. Und wie wird das eigentlich von den Mitarbeitern angenommen, dass die jetzt statt Word zum Beispiel LibreOffice verwenden? Das ist kein Thema bei uns. Ja, also es wird alternativ angeboten, es gibt für manche Themen, wo es Sinn macht. Es gibt deren Softwareprodukte, die natürlich auf LibreOffice basieren, eher im Hintergrund. Aber das Thema des Microsoft Office gegen was anderes ist in Wien derzeit kein Thema. Ja, vielleicht, ich kann auch was dazu sagen, also wir haben ja in Reddit jetzt in Österreich 13 Angestellte, also einige Kollegen kommen auch aus Microsoft-Historie zu uns, wir sind ja hauptsächlich eine Vertriebsorganisation dort im Land mit ein paar Technikern. Und einer davon, der eben Key Account Management für Banking macht, der war vorher 20 Jahre bei Microsoft, hat nur nahe dort deren Technologie verwendet, ist kein Techniker. Und der hat sich aber committed, dass er angefangen hat vor einem Jahr, dass er einen ganz normalen REL Linux Desktop hat mit LibreOffice. Und er hat am Anfang natürlich gefragt, du, wie ist denn das, wenn ich jetzt was installieren will? Irgendein OneNote-Klon wollte er halt haben. Und dem haben wir dann erklärt, was ein Package Management ist und warum das halt ein bisschen anders funktioniert. Aber seitdem ist er genauso happy und das läuft. Also weil für die meisten Tasks, die du brauchst als mobiler Arbeiter, der im Vertrieb oder sonst wo als Knowledge Worker unterwegs ist, reicht es einfach mit Libre. Also insofern haben wir da jetzt natürlich keine Schwierigkeiten gehabt. Ja, wobei die Kompatibilität haben wir ja wieder gemerkt. Ja, leider richtig. Also als wir die Präsentation ausgetauscht und untereinander gestaltet haben, war es tatsächlich wieder das übliche schiere Problem zwischen PowerPoint und ODF hin und her. Und ich habe es intern genauso, weil wir haben im Marketing einfach Kollegen und Kolleginnen, die als einzige Ausnahme Windows-PCs haben für PowerPoint. Und dann haben wir noch, also wir haben ja einen Google-Kunde, wir haben diese ganze Google G Suite und wenn du dann zwischen diesen drei Dingen hin und her tauscht, ist es oft leider schier. Ist leider. Es ist ja recht, dass der eine Microsoft-Mitarbeiter auf Linux umgestiegen ist, aber hat mit der Realität sehr wenig zu tun in Wirklichkeit. Weil ich bin auch aus der Verwaltung, wir sind eine Einheit mit ca. 1000 Leuten und bei uns ist Microsoft sehr früh eingefahren. Mhm. Also das ist einfach total verbreitet. Das Problem ist, wir haben es von Microsoft so abhängig gemacht, weil wir in Excel, Access und so viele Sachen programmiert haben und das umzustellen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ich glaube, aber das ist wiederum der Punkt, also wir haben ja nicht den Fokus, den Client-Bereich jetzt zu zeigen, sondern eben genau zu zeigen, es gibt viel mehr als den Client-Bereich. Ja. Und nun auch, also das Problem werden wir auch alle wahrscheinlich nicht angreifen wollen, weil das schier ist, wenn ihr von Access zum Beispiel so abhängig bin, das habe ich selber in einer alten Firma gehabt, das ist halt und so. Und was wir eben zeigen wollen, dass es ja viel mehr auch gibt, was wir ohnehin tun, dass man nicht nur immer auf diesem Arbeitsplatz-Thema so festgehalten wird. Ne? Weil ganz ehrlich, steht das mal eher in einem längeren Bereich. Das wird sich schlicht und einfach von selber erledigen. Nein, es ist schlicht und einfach so. Und die Microsoft Europe geht einen anderen Weg als Microsoft Word, das ist leider so.
Wenn man sich das Bild zum Beispiel in den USA anschaut, ist es so, dass heute die Chromebooks eine viel größere Verbreitung im Privatbereich zum Beispiel haben als die klassische PC mit dem Office-Paket. Ja. Und das wird bei uns ganz genauso passieren. De facto gibt es heute mehr Linux-Mobilgeräte, mehr Linux-Arbeitsplätze, als es Windows-Arbeitsplätze gibt. Ja. Weil ich nämlich sämtliche Android-Devices noch dazu rechnen muss. Im Zuge dieser Umstellung wird es irgendwann von selber hinfällig sein. Ich komme selber aus der Stadt Wien. Wir haben den Spaß gehabt, immer wieder mit dem Sargnagel Access und Excel-Applikationen und irgendwelche Makros. Das hat sich schlicht und einfach von selber erledigt, weil die Jungs ja eh bei jeder Umstellung irgendwo was in dem Environment geändert haben und du von 2007 auf 2010 im Office die Makros und das Zeug nicht übernehmen konntest. Ja. Das muss man nur mit Ruhe angehen, das wird sich irgendwann von selber erledigt. Plus, wie du sagst, also gerade im Chromebook-Bereich, wenn du dir anschaust, was Microsoft auch an Zielen hat, also meine Frau hat einmal dort gehackelt, wir kennen halt einige Leute, die haben nur Ziele auf den ganzen Cloud-Bereich, alles andere ist denen völlig Banane. Und das heißt, wenn du Office 365 hast, hast du aus dem Browser konsumiert, dann ist ja eigentlich wiederum wurscht, was du als Client alles drunter hast. Ja. Also wie du sagst, Peter, es wird sich wahrscheinlich erledigen, deswegen haben wir jetzt nicht den Fokus drauf. Und umgekehrt, wir haben die Kategorien so modifiziert, dass wir, ich glaube, wir haben einen Teil ausgetauscht mit Datennutzung, weil wenn du dir umgekehrt anschaust und du Big Data machen willst heute und so Technologien wie Hadoop und Co. benutzen musst, es gibt keine proprietären Alternativen in Wahrheit. Das ist alles Open Source. Das heißt, wir haben auch eine Kategorie geschaffen, um zu zeigen, du kannst eigentlich gar nicht ohne, wenn du mit modernen Technologien arbeiten willst. Aber es ist natürlich eine strategische Frage, wie man sie ausrichtet. Ne? Ja. In der BLSG ist halt jetzt auch das Thema, also diese Kooperation Bund Länder Städte Gemeinden, es gibt auch eine Arbeitsgruppe dazu, wo es auch das Thema Strategie halt eines ist und wo konkret halt Exchange Outlook Alternativen angeschaut werden. Und das Zweite muss man sehen, was man auch sehen muss, und das kann man sich mal so anschauen. Ich bin jetzt ein Personenunternehmen, Kleinunternehmer, ich muss halt genauso eine Office-Lizenz haben, das nützt nichts. De facto kaufe ich ein Office 365 und bezahle im Jahr für 25 Installationen, nämlich kann 5 Leute damit versorgen, die jeweils 5 Mitglieder haben, zahle ich noch für 25 Installationen 90 Euro. Ich war vorher CIO von einer Organisation. Da habe ich pro Arbeitsplatz für die Lizenz, pro Arbeitsplatz und pro Benutzer, der durfte vielleicht noch ein Mobilgerät nehmen, um die 250 Euro im Jahr bezahlt. Irgendwann, wenn man es ja wird, werden sich da auch die Leute anschauen, die für die Finanzen zuständig sind, und sie überlegen, ob das eine vernünftige Methode ist. Weil de facto, das ist das, die Strategie, die Microsoft momentan macht. Die finanzieren mittlerweile keine Xbox mehr mit ihrem Office-Paket, sondern die finanzieren ihre Cloud-Sachen, die momentan auch kein Geld abwerfen, mit dem, was sie nur von ihren Enterprise-Kunden bekommen für die Lizenzen. Genau. Ich unterbreche dich nur kurz, wir haben noch eine Frage. Gibt es eine Strategie oder ein strategisches Vorgehen bezüglich der Datenformate? Es ist ja schön, wenn man jetzt das Office 365 kaufen kann, so 90 Euro oder so, aber das löst ja trotzdem das Problem, dass manche das einfach nicht kaufen wollen. Also gibt es eine Strategie von der Stadt, dass... Gibt es das auf der Formate noch? Auf Open Source Datenformate gesetzt werden soll, oder ist das... Es gibt auch publiziert, welche Datenformate die Stadt Wien entgegennimmt. Da sind alle offenen Formate natürlich dabei. Natürlich wird den Leuten in Schulungen gesagt, auf was man Rücksicht nehmen sollte. Im Prinzip wird alles entgegengenommen und es wird halt immer wieder auch im Datenaustausch darauf Wert gelegt, eben mit PDF-Arbeiten und so weiter. Ne? Ja. Und bei PDF ist es dann so, weil zum Beispiel EU-Formulare von PDF, die sind eigentlich nur unter Windows 10 mit der neuesten Adobe-PC öffnerbar. Schlecht. Ist das, also unter Linux gibt es dann Adobe-PC 9 von, weiß nicht wie viel, auch lang her oder so, weil die wird mir entwickelt. Da ist man zum Beispiel komplett ausgeschlossen, wenn man da jetzt was machen will mit der EU, und dann kann man das nicht öffnen, weil es von Online-Formularen umgestiegen sind auf diese PDF-Formulare. PDF-Formulare ist für mich kein Thema, ne? PDF ist ein Output. Online-Formulare ist was anderes, nicht? Online-Formulare sind solche, die man wirklich elektronisch ausfüllen kann. Von Online-Formularen auf PDF-Formularen, Das ist aus E-Government-Sicht der falsche Zwischenschritt, weil man möchte ja viel mehr in Richtung Digitalisierung sowieso elektronisch tun. Was mache ich mit einem PDF-Formular auf einem mobilen Endgerät? Ne? Okay, also das ist nicht... Das ist kein, das ich schaffe nichts.
Wobei ich vielleicht anmerken muss, dass du europäisch natürlich siehst, es gibt zum Beispiel in Schweden einfach eine Normungskommission, wie bei uns die Austrian Standards, und die haben festgelegt, die haben 40 oder 50 Standards definiert, und du musst, wenn du bei irgendeiner öffentlichen Ausschreibung mitbieten willst, auch bestätigen, dass du auf Basis dieser definierten Standards arbeitest. Das sind so Dinge wie www, FTP, PDF und Co. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, die man sicherlich auch in Österreich andenken könnte, nur müsste das eben auch politisch gewollt sein, dass man sagt, wir wollen gewisse Standards technologisch definieren, die verpflichtend sind. Und das wäre natürlich eine coole Sache. Auf der anderen Seite ist das halt für uns jetzt, wie du dir vorstellen kannst, nicht der erste Schritt, wo du schnell was erreichst. Und somit haben wir das jetzt. Also wir haben jemanden von der Austrian Standards dabei gehabt, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen bei unserer Debatte. Und den werden wir natürlich auch wieder involvieren, aber Schritt für Schritt. Also das Thema Dokumentenformat muss man furchtbar aufpassen. Das wird relativ schnell draufgehauen. DocX ist ein standardisiertes Format. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich das anschaut, PPTX ist ein bisschen schwierigeres Gelände, das habt ihr jetzt erlebt. Das Blöde an der Sache ist nämlich, die Microsoft unterstützt OpenOffice und LibreOffice-Leute damit, die DocX-Konverter gut hinzubekommen. Das Problem ist eher, und das gilt genauso wie bei Adobe ist auch standardisiert. Nur es gibt sogenannte Lücken da drinnen, die im Grunde genommen out of specification sind. Und wenn du genau diese Ecken erwischt, und es sind zum Beispiel bei PDF-Formularen, sind es zum Teil die JavaScript-Methoden, die im Grunde genommen das Query der PDF-Formulare machen. Das ist was, was sollte man vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser. Sie haben es aber eingebaut und damit funktioniert das Zeug natürlich unter Linux nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn du den neuesten Adobe Acrobat hast und die Security aufdrehst. Ja. Also, das ist kein Formatproblem, sondern das ist ein Spezifikationsproblem. Ja, aber die Frage wäre eigentlich die öffentliche Hand, ob es da Gedanken darüber gibt, dass man, das haben wir ja bei den Dateiformaten, und wir haben es auch bei den Services wie SAP, die haben lange Zeit sich darauf versteift, keine Web-Oberflächen zu machen, und man muss irgendwelche lokalen Klienten installieren, mit der Begründung, dass das nicht möglich ist. Das Server haben sie aber für die Banken dann schon lange verkauft gehabt, als möglich als Service. Ich glaube, das wäre wichtig, dass die öffentliche Hand versucht, diese Tretminen zu umgehen mit eben an Regulativ. Gibt es da irgendwelche? Na, es gibt seit 2002 ist das gewesen, 2001 oder 2002 gibt es einen Regelsatz dafür, von einer dieser BLSG-Arbeitsgruppen über Dokumentenformate, welche Dokumentenformate akzeptiert werden. Zumindest auf der Seite der Stadt Wien gibt es diese Seite, glaube ich, noch. Man akzeptiert auf die Tabelle. Wien, und es gibt Tabelle der akzeptierten Stadt der Dokumentenformate. Was sich keiner Verwaltung und keiner Organisation diktieren kann, ist, was sie intern sagen. Das ist so. Wenn die intern mit DocX arbeiten, dann arbeiten sie so. Aber was ich natürlich verlangen kann, und das war genau der Tenor, dass akzeptiert werden muss, wenn von jemandem extern, vom Bürger oder sonst irgendetwas eingebracht ist, dass diese Formate lesbar sind. Ja, das war eben die Frage an die Dame, was ich so, sie kommen aus einer Gemeinde Wien, also nicht Zentralstelle, nicht kein Ministerium. Gibt es da irgendwie einen Wind, der da durchweht, dass das eben geändert wird, dass man schaut, dass man auch als Zentralstelle jetzt nicht in diese Fallen tappt? Gibt es da Bewegungen? Vom Bund her? Das kann ich nicht sagen. Okay. Also wir tun unser Bestes, und ich sage, E-Government wird nicht mehr auf Dokumentenformaten aufbauen. Das sind in Zukunft andere Services. Ja. Ne? Nein, ich habe schon sehr lange zugeschaut, diese Linux-Geschichte. Ist dann nicht geworden, aber ich habe gesehen, das wird eigentlich mit relativ wenig Druck und für guten Willen. Wir haben eher die Erfahrung gemacht mit den kleinen Schritten, und dass man da sukzessive vorgeht, geht es wahrscheinlich besser. Genau. Noch eine Frage haben wir, natürlich, ich glaube aber eher. Also, ja. Ja, und zwar bei der Lizenz, habe ich das richtig verstanden, dass die GPL auf der Blacklist steht von der Stadt Wien? Nein, es gibt diese Black-Grey-White-List, ich habe gestern nur geschaut, was ich als Beispiel bringen kann, und irgendeine von den GNU-GPL-Lizenzen ist mir aufgefallen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Okay. Ja. Also es ist nicht generell jede GPL auf der Nein, in bestimmter Version. Die also die Liste ist recht detailliert, da steht genau, welche Lizenz in welcher Version wird eben da. Und das ist eine Empfehlung einmal. Ne? Genau. Okay. Man muss es dann sowieso anschauen, aber einmal zum Sondieren quasi eine Entscheidungshilfe. Ne? Okay.
Ja. Das hätte mich gestört, wenn die Stadt Wien vorschlägt und dann schreibt das jemand ab und wenn dann der GPL auf der Blacklist ist, wäre das schon das falsche Signal. Nein, vor allem das ist, wie gesagt, noch ein internes Dokument als Entscheidungshilfe, als Aufbereitungshilfe. Genau, und das ist etwas aus der ITSV, aus deren Strategieprojekt auch herauskommt, als einer der Outputs. Und es ist dort natürlich auch gewissermaßen im Fokus, wie entwickle ich selber, also unter welchen Lizenzen kann ich auch nicht entwickeln als Sozialversicherung zum Beispiel. Und da gibt es auch welche, die halt nicht passen. Also zum Beispiel Modifikationen verweigern oder Attribution oder so, wo man halt irgendwo skeptisch ist, ob man das will. Und ich kenne die Liste jetzt auch noch nicht, wir werden sie wahrscheinlich dann eh kriegen, wenn, sobald wir das fertiggestellt wurde, und dann kann man es wahrscheinlich auch publizieren und Kritik anbringen. Die GPL ist zum Teil ein riesengroßes Problem. Ich darf so eine kurz unterbrechen, wir hatten noch eine Frage, bevor die Zeit rum ist. Ich wollte nur eine Sache, die Sichtbarkeit der Dinge. Ja? Die Wirtschaftskammer hat jetzt vor kurzem Formulare und Dokumente rausgegeben für die DSGVO zum Ausfüllen verschiedenes. Da gibt es PDF und Doc. Und mir springt es natürlich für die Sichtbarkeit gleich wieder ins Auge, warum nicht ODF? Ja, also da ist so irgendwie ein bisschen eigenartig. Also wenn wir sowas publizieren, was noch ausfüllbar ist, und das gibt es ganz, ganz wenig, wenn man sowas will, dann haben wir schon beide Formate drinnen. Also zum Beispiel ein XLSX und ein... Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt zum Ausfüllen ist. Man druckt sich das dann trotzdem aus, aber wenn ich schon zwei Formate, PDF von mir aus will sein, aber... Wenn ich ein Dokumentenformat zur Verfügung stelle, warum nicht gleich beide? Genau. Ja. Ich muss aber fairerweise sagen, die Stadt Wien ist dafür weit, dass zum Beispiel die Wirtschaftskammer. Ja. Ja, das ist die Stimme aus dem Off. Ja. Eine letzte Frage noch drinnen. Frage an den Zeitgeber. Eine fünf Minuten haben wir noch. Haben wir noch. Ja. Bitte. Gibt es noch eine? Ja, hier dann. Bitte. Gibt es eigentlich Kontakte zur Stadt Wien und deren, also die Stadt München, Entschuldigung, und deren Projekt, also quasi, dass man Lessons learned da machen kann? Immer wieder, ja. Immer wieder. Immer wieder, ja. Also seit sie damals gestartet haben. Wir haben auch in anderen Projekten mit den Münchnern Kontakt, die waren erst in unserem Projekt Smarter Together, wo wir Partner sind, da und da tauschen wir uns immer wieder aus. Ja. Also nicht nur zu München, auch zu anderen Verwaltungen. Also wir sind da europaweit unterwegs. Hamburg ist doch jetzt auch dabei, oder? Hamburg, ja. Okay, noch eine letzte. Peter, du meldest dich? Ja, nur kurzer Kommentar zum Thema. In Ausblick ist das Thema GPL natürlich auch schon relativ massiv diskutiert worden. Die GPL ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, gerade für so Organisationen wie die ITSV, zum Teil für die Stadt Wien ganz genauso, weil es zum Teil um Redistribution geht und das ist, was ist eine eigene Organisation und was ist, wo bediene ich Kunden? Da gibt es eine ganz unterschiedliche Ansicht, zum Beispiel zum Teil von österreichischen Juristen in Kontrahenten zu europäischen Juristen und wie weltweit die Judikatur ist. Die Stadt Wien, sagt man mal ganz locker, Stadt Wien ist eine Einheit. Das ist schon mal gefährlich, das kenne ich von Lizenzverhandlungen, das ist eine ganz tolle Geschichte, die Firmen sehen das zum Teil anders, weil das natürlich sehr, sehr viele Subfirmen sind, die im Grunde genommen nach internationalem Recht Subfirmen sind, aber in einem österreichischen Konglomerat eine einzige Firma auftauchen. Und in dem Moment, wo ich irgendwas schreibe, und das ist unter GPL, und das geht über meine Unternehmensgrenzen hinweg, muss ich den Source Code veröffentlichen. Das kann ein Problem sein. Wenn es nämlich ein rein interner Service ist. Genau. Und deswegen, das ist die Macke, die die GPL in solchen Sachen macht. Aber das würde nicht, sowas würde nicht unter einer GPL-Lizenz gestellt werden, oder? Und das rein nicht gemacht wird, dann kann ja, sehr schön. Wenn ich vom Base weg alles mit Turnschuh programmiere schon. Ja, und deswegen sagen, machen wir ja diese ganze Strategie Überlegung, weil es meint ja keiner das böse, oder? Es muss nur irgendwo Richtlinien einfach geben, nach denen ich das dann richtig mache. Und ich glaube auch jemand, der aus Eigeninteresse und Ideologie vielleicht gesagt hat, ich mache das unter GPL, wenn ich dem intern erklären kann, relativ leicht mit dem White Paper, warum GPL für eine Stadt, für ITSV kein Thema ist, obwohl man es vielleicht ideologisch durchaus könnte, wegen genau solchen juristischen Problemen, dann denke ich, versteht das auch jeder. Und am Ende ist es natürlich ein Kompromiss, wir können natürlich nie alles durchsetzen, wie Sie sich da vorstellen. Ich habe die Liste gesehen, also die White-Lizenzen, das ist eine Vielzahl, das füllt, glaube ich, 40 oder 50 verschiedene, und da wird es ja was geben, was in Frage kommt. Ne? Man muss ja nicht genau auf das stürzen, was genau gefährlich ist. Ne? So ist es. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und die vielen Fragen. Dank. Und viel Spaß noch auf den Linux-Wochen.